Hallo und herzlich willkommen hier bei Pieke 1988 zu einem weiteren Strategie-Mania Stream, Teil Nummer 2. Jetzt, da wir mit Master of Magic doch relativ schnell fertig geworden sind, mache ich gleich weiter mit Cannon Fodder 2, wo wir den ersten Teil schon angespielt haben. Könnt ihr in einem meiner früheren Strategie-Mania Streams einmal noch sehen, wie ich mich da schön geärgert habe. Und jetzt fangen wir den zweiten Teil an und schauen wir mal, wie gut der ist. Ja, genau. Schauen wir mal. Danke, Pyro, dass du Deuce Player ein Abo geschenkt hast. Das ist sehr nett von dir. Ach, ich liebe diese damaligen elendig langen. Das ist ein Intro, war es ja eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur die Vorstellung der Leute. Geht es mir von vorne los? Ist das ein ewiger. Ja, ist es. Okay, gut. Ist das Spiel denn jetzt laut genug oder ist es zu leise, zu laut? Genau, richtig. Grafisch sieht es ein bisschen besser aus als das erste. Oh, Choose und Shop sind die ersten beiden, schön. Find's laut genug, okay. Mission 1. So beginnt es. Könnten wir mehr Frames haben, habe ich so das Gefühl. Happy days are here again. Hört ihr alle Gegner? Ja, das kenne ich doch irgendwo her. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Framerate passt nicht so ganz. Mit zwei Soldaten musst du alle Gegner töten. Okay. Ich hoffe mal, im Spiel selber läuft's besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft nicht so richtig. Ich glaube, ich muss irgendwas. Oh. Oh, was? Oh Gott. Wie? Ah, okay. Also ich muss mit Linksklick laufe ich und mit Rechtsklick schieße ich.
Okay, ich verstehe. Oh je. Die ersten Missionen sind doch nicht so schwer, aber ich weiß, wie schlimm das dann werden kann. Ich glaube, ich werde meine Tastatur nicht brauchen. My love has got a gun. Schön. Töte alle Gegner. Phase 1 von 3. Bam, boom, boom, bang, a bang. Mit 2 Soldaten musst du alle Gegner töten. Schon wieder. Okay. Ah ja, hier wird mir gleich wieder. Hier wird mir gleich beigebracht, wie ich wahrscheinlich meine. Schießen die eigentlich mal zurück, oder? Also die glaube ich noch nicht, aber es ist auch besser so. Oh, die schießen doch zurück. Okay. Hier müsste ich, glaube ich, eine Granate werfen. Ich habe nur keine Ahnung, wie das gleich wieder ging. Ah, wie kann ich denn eine Granate werfen? Oder muss ich den Zaun einschießen? Nee. Wenn ich jetzt wüsste, wie man eine Granate wirft, ich wäre sehr glücklich. Wie war das gleich nochmal? Da liegt eine Kiste. Wo? Ach da. Du hast recht. Geht doch dahin, Leute. Oh je. Das ist alles genau das, was ich im ersten Teil noch kannte. Festhängen. Ah, das sind die Granaten. Sehr gut, Pyro. Oh, komm. Ah, das ist nicht viel besser geworden als der erste Teil. So. Ich muss, glaube ich, mit einem machen. Ja, genau. Und dann. Das hat nicht funktioniert. So? Nein. Huh. Wie war denn das gleich nochmal? Ich weiß, vom ersten Teil weiß ich es nicht mehr. Ah, wie war denn das gleich nochmal? Banning, warum gibt's denn jetzt? Okay. Oh! Jetzt habe ich sie selber geschmissen. Das ist schön, wenn die KI das für mich übernimmt, aber ich würde es gerne selber wissen, wie es geht. Wie hat jetzt die KI jetzt hingekommen? Warum kann ich es jetzt nicht mehr auswählen? Selber. Das ist so verwirrend. So. Wie war denn das gleich nochmal?
Muss ich dafür, vielleicht muss ich doch irgendwie die Tastatur dafür nutzen. Nee. Ich meine, ich habe bloß zwei, ich habe bloß rechts und links Klick. Ach, ich glaube, ich muss doch, glaube ich, mit beiden gleichzeitig drücken. Nein? Doch, oh. Okay. Jetzt weiß ich wie. Problem war, ich habe mich selbst getötet. Nein. Ah, ich hasse Granaten. Habe ich jetzt zwei neue Einheiten, oder? Warum dauert denn das so lange vom Ding bis zum Spiel? Ja, jetzt sind es zwei neue. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will wieder meinen. Zum Glück habe ich vorher gespeichert, ey. Oh, nee. Ach, kommt schon. Muss ich jetzt jedes Mal. Anscheinend ja. Okay. Das ist nicht vorteilhaft. Natürlich will man seine Soldaten behalten, weil die schießen halt auch besser, wenn sie. Wenn sie aufgelevelt sind. Aber ich sehe schon, das wird auch wieder kein Spaß werden mit dem Spiel. Das wird kein Spaß. Alter, der da oben. Komm. Es muss nicht sein. Da oben sind ja auch. Ah, das sind auch Granaten. Schön. Ah, okay. Also. Granate. Hallo? Warum muss jetzt die Granate wieder nicht aus? Granate und schmeiß. Schmeiß! Warum? Ja, warum fliegt denn die nicht so weit? Schrecklich. Oh Leute, bleibt doch nicht immer hängen. Okay, so. Okay. Es klappt irgendwie nicht so, wie ich das. Warum klappt das nicht? Ah, was soll das denn? Ach, ich muss die rechte Taste gedrückt halten. Oh, kommt schon, geht. Dass die halt an jedem Scheißbaum hängen bleiben. Leute. Ich weiß schon, warum ich das Spiel nicht mag, ey. Sie bleiben halt einfach überall hängen. Okay, also. Perfekt. Nein! Gut, er war eh nicht. Gut. This ain't Pismo Beach. Kill all enemy, destroy enemy buildings. Yippee-yay. With four soldiers, you must kill all enemy, destroy enemy buildings. Oh. Ich sehe schon, es wird wahrscheinlich keinen zweiten Part davon geben, dieses Spiel. Das ist nicht viel besser als der erste Teil. Man bleibt immer noch überall hängen und. Ach, und da, ich bleib schon wieder hängen.
Oh Gott, die Dinger fliegen immer noch wild durch die Gegend und könnten dich halt einfach töten. Take me, I'm yours. Ja. Ich bin nicht überzeugt von dem Spiel. Ja, genau. Sie kommen einfach. Wow, das ist ja schon wieder super. Alter. Was zum fucking? Ich brauch Granaten. Ach, da oben sind sie. Scheiße. Ah, es ist so schlecht. Alter, ihr sterbt! Was? Was war das denn? Oh Gott. Was zum? This game reminds me of the OG Army, man. Das Spiel ist schon wieder so unfair. Es ist die dritte Scheißmission. Es ist schon wieder so unfair geworden, ey. Jetzt lädt doch. Und dann kommen da immer noch welche raus. Warum? Das Ding, das Gebäude ist kaputt. Nein, jetzt ist es kaputt. Okay. Alter. Toll, jetzt habe ich keine Granaten mehr. Ja, ich wollte mich unbedingt selbst geißeln, ja. Ah. Oh, schau, wie weit ich es schaffe. Ja, Herzog Trüffel, ich weiß, ich habe den ersten Teil schon gespielt. I want to kill somebody. Schön. Vier Phasen. Oh nein. Gibt es eigentlich irgendein Strategiespiel, das du nicht kennst, Herzog Truffe? Irgendeins? Wie gesagt, gleich am Anfang alle da sind.
Oh shit! Nein! Oh mein Gott. Ich hasse es so sehr. Pete! Woher zum Teufel kennst du Cannon Fodder? Oh, ist das jetzt dein Ernst? Achso, das, oh, das ist keine Tür gewesen. Scheiße. Au! Ach, jetzt hab ich die scheiß Tür wieder weggenatzt, ey. Ich hasse es. Ich hasse mein Leben. Hallo, schieß. Schieß ihn tot. Brauch noch mehr. Was? Hä, warum bin ich jetzt explodiert und warum habe ich da das? Dieses Spiel ist so krank. Es ist, oh Mann. Warum ist meiner jetzt einfach random explodiert und warum habe ich das gewonnen? Was oh nein, oh nein. Oh, ich hasse. Oh nein, die Bazooka-Kerle, das ist so scheiße. Say it with rockets, du kannst mich mal. Das ist die vierte Mission, ey, das ist so zum Kotzen. Leute, ach jetzt. Du kommst gerade mal in dieses Scheißspiel rein. Das ist so dämlich, ey. Scheiß auf die Drecksvögel, die interessieren kein Schwein. Komm, jetzt schieß. Ja, danke. Das ist die einzig gute Sache, wenn du wenn die dann schießen, die Idioten. Guck mal, ich geh jetzt. Genau, und dann töten sie sich selber. Oh. Das ist die einzig positive Sache an den Bäumen hier gerade. Dass sie sich dann alle selbst umbringen dabei. Ei, 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 ei. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich denn jemals da nach oben kommen? Ah.
Okay, warte, wir gehen ganz links weiter. Ganz links. Okay. Wie, das hat... Oh nein. Hier? Schieß! 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 Danke! Schieß nochmal! Nee, ich glaube, es ist hinüber. Ja, okay. Wie kriege ich den jetzt noch weg? Es sind noch zwei! Okay, warte. Okay, warte. Okay. Junge, du musst jetzt schnell sein. Okay? Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie. Runter, 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 runter. Jetzt, oh, der bleibt halt auch noch hängen. Ja? Nein? Geh weg! Jetzt geht doch weg! Die bleiben überall hängen, diese blöden Wichser, ey. Wenn die halt nicht immer überall hängen bleiben würden. Okay, es ist genauso ein Müll wie der erste Teil, aber wirklich ganz genauso. Oh Gott. Wieder frage ich mich, wie man so einen Müll nur produzieren kann. Du kommst rein und der schießt sofort mit der Bazooka auf dich. Du hast null Chance. Null. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht weiterspielen werde. Das Spiel. Oh Gott. Komm, schieß! Okay. Scheiße, nein! Komm ich da oben vorbei oder bleib ich hängen? Ich bleib hängen. Okay. Nein, 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 nein! Nein! Bleib doch weg da! Okay. Warum kann ich jetzt wie... Okay. Also. Ach, der wird doch den Baum nicht ge... Diese Bäume sind so scheiße.
Die Bazooka-Jungs sind halt wirklich so schlimm, weil du keine Möglichkeit hast, irgendwie denen auszuweichen. Also du musst eigentlich nur das ganze Schild sein und Hallöchen, Mike. Und dann. Upsi. Kannst du von Glück reden, wenn du gewinnst? Diesen Scheiß-Bazooka-Idioten. Ich habe keine Granaten mehr. Oben sind welche. Ich darf sie aber nicht abschießen. Das ist das Problem. Okay. Das Geile ist ja, die Dächer und die Tür, die kann ich genauso treffen. Einfach so. Das ist so geil. So, und die eine Granate muss jetzt noch sitzen. Wo ist es mein einer, wo ist jetzt der eine wieder gestorben? Warum komme ich hier wieder nicht weg? Oh Gott. Okay. Gut. Oh nein. Okay. You must kill all enemies to enable abilities, activate all switches. Das ist was neu. Dass man jetzt auch noch Schalter betätigen darf. Hurra. Das Spiel ist nicht schon scheiße genug, jetzt muss man auch noch Schalter betätigen. Yippie-yay. Okay. Ach, da versteckt sich jemand. Das gar nicht gesehen. Hä? Weswegen habe ich jetzt verloren? Warum habe ich jetzt... Ey, warum haben die Bäume eingebaut, wenn man eh nur dran hängen bleibt? Ich komme nicht voran. Ist das jetzt...
Also Granaten. Warum habe ich jetzt gerade verloren? Oh, jetzt komme ich wieder aus der blöden Wand nicht weg. Oh, ich sag's euch, es ist so schrecklich. Toll, mir ist einer weggestorben, danke. Der unendliche Nachschub an Einheiten, Gegnern ist auch nicht gerade nett, aber na gut, ich bin von dem Spiel schon nichts anderes gewöhnt. Nehmt die scheiß Granaten mit, danke. Geht nach oben, danke. Okay. So. Okay. Nicht am Baum hängen bleiben. Auch nicht an der Wand. Nirgendwo. So. Nein? Wo ist denn noch einer? Hallo, geht dahin, wo ich mit der Maus... Hier, hier! Ab nach unten, irgendwo ist noch jemand. Wo? Ist hier unten? Nein. Nein. Junge! Ach, der Switch! Ach, upsi. Okay. Und dein UFO? Oh Gott. I believe in space. Ich nicht. Kill all enemy, destroy enemy buildings. Dürfen wir jetzt gegen Aliens? I'm going out of my way. Dürfen wir jetzt gegen Aliens antreten oder so? Ja, sieht danach aus. Yippie. Sind das jetzt Gegner oder sind das... Das sind Vögel anscheinend. Ist das jetzt euer Scheißernst? Das sind keine Minen, die explodieren nicht. Das ist einfach bloß eine Fallgrube oder irgendwas. Das könnten Minen sein, aber... Oh mein Gott. Ah. Thank you.
Nee. Nö, 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 nö. Nein, 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 nein. Cannon Fodder 2 ist Müll. Wenn nicht sogar noch ein größerer Müll als der erste Teil. Der erste Teil war noch relativ unterhaltsam, aber das ist dasselbe Spiel mit vielleicht einer bisschen besseren Grafik, aber mindestens genauso scheiße, weil du in jeder Ecke hängen bleibst. Und diese Bazooka-Typen und alles drum und dran. Ich kann diesem Spiel nichts abgewinnen. Das ist einfach nur scheiße. Das war kürzer, als ich gedacht habe. Okay, damit haben wir sogar zwei Strategie-Mania-Spiele auf einmal hinbekommen. Das ist mal interessant. Okay. schön. Nee, nein. Nein, dieses Spiel muss man echt nicht spielen. Nicht unbedingt. Okay, wir haben also zwei Strategie-Mediaspiele fertig gemacht. Das freut mich. Das nächste auf der Liste, das ich heute aber tatsächlich nicht mehr anfangen werde, kam am 15. November 1994 raus. Und das ist jetzt das erste Strategiespiel, das kein militärisch angehauchtes Szenario hat. Und zwar spielen wir, hoffentlich, Transport Tycoon. Darauf freue ich mich tatsächlich ein bisschen. Ich habe das Ur-Transport Tycoon, glaube ich, nie gespielt. Aber ich finde es relativ interessant. Und darauf freue ich mich tatsächlich ein bisschen. Ja, mal gucken. Das ist tatsächlich ein bisschen so ein Spiel, auf das ich mich freuen werde. Da gibt es ja dieses OpenTDD. Da muss ich mal gucken, was ich da genau für ein Ding spiele. Aber ich denke mal, das OpenTDD ist wahrscheinlich die beste Wahl für Transport Tycoon, schätze ich mal. Weil das natürlich den am nächsten kommt und Open Source ist und der trotzdem Transport Tycoon ist. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich tatsächlich die beste Wahl sein, Open TDT zu spielen. Ja, auf jeden Fall würde ich mich dann natürlich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal dabei seid, dann eben bei Transport Tycoon. Ich freue mich ein bisschen drauf. Naja, gut. Ja, doch, Siedler war ja auch militärisch angehaucht, muss man auch sagen. Also, tatsächlich jetzt sein erstes Wirtschaftsstrategiespiel und eins der ersten bekannteren Tycoon-Games, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, so ungefähr. Ja, genau. Das kommt auf jeden Fall das nächste Mal.
Also sage ich jetzt wirklich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.